Diese Schuldenbremse versteht in den USA kein Mensch. Also dort in keinem Land, glaube ich, gibt es so einen Schwachsinn. Ja? Die USA investieren richtig, auch auf Pump, aber die investieren richtig in Infrastruktur und Wirtschaft und lachen sich kaputt über das, was hier in Deutschland passiert. Glaubst du denn, dass das auch eine bewusste Entscheidung ist, sozusagen die vor dem Abstieg in Panik geratene Mittelschicht, die ja früher immer demokratisch gewählt haben, also die klassische Working Class im Rust Belt, die in den Autofabriken etc. gearbeitet haben, dass er sagt, wir müssen denen diese Angst nehmen in ökonomischer Sicht, damit sie nicht weiter den Rechten auf den Leim gehen. Das wäre schön. Leider kann man das in Gänze nicht mit Ja beantworten. Ich glaube, bei Joe Biden ist das der Fall. Wenn du gegen nicht demokratische Systeme im globalen Wettbewerb gewinnen willst, dann muss dein System den Menschen, die in diesem System leben, ja zeigen, dass es besser ist.